Mensch, Jochen, ich habe vielleicht Blut geschwitzt. Schicksal der Flugzeugführer, Auf Henrich? Unbekannt. Wieso Blut geschwitzt? Weil du wie ein Wilder dazwischen gestiegen bist. Na, er hat gedacht, die schmeißen mit Knallerbsen, aber dann waren es plötzlich doch lauter süße kleine Einschüsse. Sag mal, sammelst du die? Ach was, ich hab's genau richtig gemacht. Wenn die anfangen, Karussell zu fliegen, dann nichts wie rein und aufreißt. Das ist Wahnsinn, Jochen. Oberfriedrich Marseille. Herr Major? Wie ich höre, haben Sie nicht zwei, sondern drei abgeschossen. Ihre Maschine ist ja auch hinüber. Sie melden sich dann bei mir. Jawohl, Herr Major. Wem gehört denn der Hund eigentlich? Mir, Herr Major. Der ist mir so zugelaufen. So, zugelaufen. So sieht er ja auch aus. Hast du gehört? Melden. Was will er denn schon wieder von mir? Er wird dir dasselbe sagen, was ich dir auch sage. Du fliegst wie ein Verrückter. Freut mich, Sie zu sehen, Marseille. Dachte schon, ich müsste Sie holen. Danke, Hauptmann, aber alles gut gegangen. Vielleicht das nächste Mal. Schon wieder Tee, Mensch. Was Vernünftiges habt ihr auch nicht, was? Der Mann mit dem Bier ist heute nicht gekommen, Herr Leutnant. Das nennt sie nun Großdeutsches Reich. Hallo, wer kommt denn da? Unteroffizier Klein, versetzt zur dritten Staffel. Ich soll hier schlafen. Ach nee. Haben wir denn hier eine Abteilung für Kinder? Hast du dir auch ein süßes kleines Flugzeug mitgebracht? Wie meinen, Herr? Verzeihung. Ich weiß nicht. Unteroffizier Klein. Ich bin neu. Ja. Ja, so sieht er aus. Neu. Sieht er nicht neu aus? Oh ja, sehr neu. Was meinst du? Sowas von neu habe ich lange nicht gesehen. Hat er nicht Bügelfalten? Mhm. Tatsächlich hat er. Wie kriegt er die wohl weg? Wie meinen, Herr Oberfehnrich? Jetzt sollen wir ihn fragen, was er hier will. Vielleicht sagt er es uns. Ich bin Jagdflieger. Sollen wir ihm das glauben? Ich komme direkt von der Schule. Wie bald sehnt sich der Mensch zurück. Nach seiner Schule und der Kindheit Glück. Kommt er drauf, sonst geht er wieder. Und wir haben dann nichts, um den Engländern Angst einzujagen. Da drin ist noch ein Bett frei. Danke, Herr Oberfehnrich. Verzeihung, Herr Oberfehnrich. Ich habe gesehen, Sie kommen gerade vom Feindflug zurück. Hm? Und auch welche abgeschossen? Ja, zwei. Gratuliere, Herr Oberfehnrich. Und ich habe noch nicht mal welche gesehen. Die sehen Sie noch früh genug. Die haben nämlich gerade auf so einen Kleinen wie dich gewartet. Wie meinen, Herr Leutnant? Jetzt lasst ihn aber endlich in Ruhe. Ihr macht ihn ja ganz... Nervös, willst du sagen? Nervös machen sich die Leute nur selber. Ich kenne einige. Mansfeld? Herr Major? Alle Staffeln morgen früh 8.10 Uhr Begleitschutz für Stuka und italienische Bomber gegen Tobruk. Morgen früh 8.10 Uhr, alle Staffeln Begleitschutz Tobruk. Machen Sie den Befehl dann fertig. Jawohl, Herr Major. Oberfehnrich Marseille, wie befohlen, zur Stelle.